This town's so lame. Guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Heute sind wir immer noch in Texas. Und es ist ungefähr um 8, glaube ich. Und wir waren gestern im Outlet. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut, verlinke ich euch das mal hier. Und dann könnt ihr da mal reingucken, weil das hat nämlich die Jessie geschnitten und hochgeladen. Und ja, ich bin schon ein bisschen länger wach, habe schon ein bisschen mein Video bearbeitet an meinem Schreibtisch. Oh, ist hier ganz schlimm aus, tut mir echt leid. Und jetzt stehen gleich alle auf, denke ich mal. Und dann essen wir Frühstück. Ich habe schon einen Obstsalat gemacht. Es ist jetzt fertig. Ja, ich habe dir Obstsalat gemacht. Willst du hier am Kindertisch sitzen? Mama. Nicht weinen. Ich bin irgendwie verschnupft. Sieht man was? Die Obstschale umgeworfen, weil sie nur die Erdbeeren will. Hallo Lilly. So ist das. 2 Minuten war vielleicht ein bisschen zu lang für Melly, ist hier verflochten. Oh. Experiment missglückt. Oh nein. Next try. Jessie, die Mikrowelle muss gesäubert werden. Ich habe mir jetzt meinen Haferbrei, Oatmeal, Porridge, Zeugs gemacht. Also erstmal, ihr habt es glaube ich gerade gesehen, übergekocht in der Mikrowelle. Und dazu habe ich meinen Obstsalat gemacht. Und jetzt esse ich das. Ich glaube, so ein bisschen muss man ja schon noch so eine Figur achten. Und this town's so lame, I'm feeling so wired, it's 4 a.m. I'm not even tired. Frisch aus der Dusche komme ich hier raus und alle sind am Arbeiten. Ja, ja. Und mein Kind schläft. Wollen wir mal gucken gehen? So Chris, was hast du denn gekauft? Ja, wir fangen an mit den schönen. Mohnrübenkuchen. Tod beim Schokolade. Red Velvet. Und Schokolade mit Brandy Kirsche. Käsekuchen, aber die Beeren sind aufgefallen. Und warum? Kaffee und Kuchenzeit beim Valentinstag. Für die Mädels. Hast du für uns mitgebracht? Ach so. Ja. Und Salami für Mama. Das ist Liebe. Guck mal, die Frauen arbeiten. Wir gehen jetzt ein bisschen shoppen. Jessie, willst du noch Tschüss sagen? Tschüss, viel Spaß beim Shoppen. So, und wir schnappen uns jetzt mal das Kind. Viel Spaß und, bei der Arbeit. Genau, viel Spaß bei der Arbeit. Und Chris gießt gerade den Garten. Frieda, komm, wir wollen los. Ich möchte übrigens so eine Schuhe für Frieda kaufen, Markus. Echt? Mhm. Finde ich ultra schön. Nee, das sind Lilis, Frieda. Wollen wir die auch so eine kaufen? Willst du die auch haben? Ja. Die sind schick, ne? Genau, und wir gehen jetzt ein bisschen einkaufen. Schon wieder. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. Cleaning up my act and moving. Wir haben gerade so einen Shop gefunden, wo man einfach mal so Einsiedlerkrebse kaufen kann. So ein bisschen zu. In the silence of my room, I sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my dreams. Like a pillow. Also wenn ich die mit in meinem Koffer transportieren würde, würde ich die für euch mitbringen. Remember me, I know my own will has got
dann zeigen, weil es sieht echt richtig schön aus. Also total detailverliebt und sowas. Dann ein Spiegel und dann ist nämlich da hinten, Markus, tut nicht so gelangweilt. Dann ist da so ein T-Shirt. Ich glaube, dass dieses T-Shirt dafür da ist, um zu gucken, ob die BHs sich irgendwie abzeichnen. Einfach, dass man ein anderes T-Shirt hat. Also, oder jemand hat es vergessen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe auf jeden Fall ein BH gefunden. Ich bin so happy. Also ich zeige euch natürlich nicht, ne? Ist klar. So, weil ich euch unbedingt das Foto zeigen wollte, den BH zeigen wollte, den ich gerne haben würde, aber der an mir nicht so schön aussieht, habe ich ihm mal mein Model angezogen. Von hinten sieht er nämlich richtig schön aus. Also der betont auf jeden Fall die Schulterblätter. Und wenn man das Körbchen allerdings nicht ausfällt, dann ist das natürlich auch doof. Du kannst mich doch hier nicht so nackt zeigen. Werde ich ja ganz rot, ganz rosa. Ja, der okay. Sieht gut aus, ne? Ja, musste gerade dringend auf Toilette. Und ich bin schnell hoch, wenn ihr shoppt ja noch weiter. Und hier gibt es einen Family-Toilettenraum. Und der ist echt cool, weil wir haben eine große Toilette. Und eine kleine Toilette. Eine kleine Toilette, genau. Und da war Frieda ganz drauf, ne? Also könnten wir alle auf Toilette gehen. Und Frieda hat jetzt gerade die Hände gewaschen. Wir sind jetzt im Food Court und holen uns was zu essen. Und ich zeige euch mal ein bisschen, wie es hier aussieht. Manche Puppen haben amerikanische Größe, also so ein bisschen. Wild child, I can't get you off my mind. You're in there almost all the time. Now I'm losing the game. Whoa. I'm falling for you like a card house. Yeah, it's true, but I'm not afraid. Was ist denn passiert? Ja, die Frieda hat eingepullert. Zweimal. Ich bin glücklich. Ob ich glücklich bin? Geht eigentlich schon, aber ich bin ein bisschen traurig, dass du eingepullert hast. Du hast irgendwie Frieda, hast du das vergessen zu sagen? Ist einfach gut. So, setz dich mal bitte hin. Jetzt filmt Frieda mal die Mama, wie sie geschminkt wird. Nach oben. Genau. Lauf mal rum zu Mama. Film sie mal, wie sie geschminkt wird. Aber schön, hat sie gesagt. Oh, danke. Rosalie is on fire. Ich möchte auch so gut hören.
heute. So, ich bin gerade bei MAC und habe mich ein bisschen beraten lassen wegen meinen Augenringen, weil ich nämlich einen Concealer gesucht habe. Und ein Concealer, der sich aber nicht in mein Fältchen absetzt. Total interessant für euch, ne? Aber ich bin jetzt hier und habe mir was abfüllen lassen. Voll nett. Und ich bin ja extrem schüchtern, was so Sprechen angeht. Deswegen bin ich gerade echt stolz auf mich, dass ich mir das getraut habe, die anzusprechen. Aber sieht bis jetzt ganz gut aus, ne? In a grove by the river, there's a willow tree. Where we used to meet up, my baby and me. It's such a long time ago that I. Was macht ihr denn da? Säppchen, ne? Jesse und Chris holen uns gleich ab. Und mit Lilly. Und dann fahren wir zu Hooters. Ich wollte unbedingt mal zu Hooters. Und wir haben jetzt halt Kinder. Und die beiden sagen, man kann da auch mit Kindern hin. Und deswegen sagen wir, probieren wir es einfach mal. Wir geben uns nicht nur mit einem Taxi zufrieden. Nein, wir kriegen zwei. Und jetzt heißt es alles ins Auto räumen und zu Hooters. Was machst du denn da, Melli? Ich mach den Kinderwagen trocken. Wir sind ungefähr 5 Minuten gefahren und Frieda ist eingepennt. Und wir gehen jetzt mit der ganzen Family zu Hooters. Wo geht man sonst hin? Also die Männer am Valentinstag, wir haben ja nichts. Ja. Ne? Die Männer freuen sich schon. Aber ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Ich gucke mir auch gern schöne Frauen an. Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht mal, was es da zu essen gibt. Was für gute Männer, die zwei Frauen haben. Für die hast du etwas richtig gut gemacht, dass sie hier kommen dürfen. Ja. Ich war gerade den ganzen Tag schocken. Es war so lustig, echt Leute, wir hatten gar keine Zeit zu filmen. Es war echt, also die Mädels, nicht Spaß. War Wartezeit 45 Minuten. Bis eine und Stunde. Aber man könnte, 45 wenn, Minuten bis eine Stunde. Hin wollen, und bevor wir da hinfahren, ne? Ja, wie lange Wartezeit ist. Das geht einfach nicht, wir haben so einen Hunger. So, wir sind jetzt über In-N-Out und schaut mal, hier ist gerade ein Polizeieinsatz. Also ich glaube, also Jesse sagt, er ist zu schnell gefahren. Und Jesse bleibt im Auto und wartet auf die Frieda. Wartet auf die Frieda. Weil Frieda ja noch schläft und deswegen, jetzt habe ich der Officer gerade übelst angeguckt. Und jetzt gehen wir zu In-N-Out. In-N-Out, weil ich unbedingt mal Anime Style probieren wollte. Aber ich glaube, das hatte ich euch, glaube ich, schon erzählt. Ich bin mir nicht so sicher. Und genau, und da laufen wir jetzt hin. Mit Chris und Markus. Und Lilly auch. Genau. Das hat hier so eine schicken Dinger. Findest du die lecker? Ich finde die echt richtig lecker. Ärgerst du dich jetzt? Teriyaki. Nein. Ein Artburger ist ja wohl das Beste überhaupt. Oh. Ja. Willst du doch nochmal morgen hin? Wenn wir danach dahin fahren? Zu Buffalo Wild Wings. Und wir stoßen jetzt hier einmal an. Oh, der ist lecker. Wasser mit Sprudel. Oh, der ist lecker. Was hattest du denn? Oh, guckt euch mal gegenseitig an. Jessie hat hier so. Die Dingens nicht runtergedreht. Wie? Was hat sie nicht runter? Was hat ist wieder meine Wende Schuld? Ist zu, weit auf, zu. Ich verstehe null von dem, was so, machen. So, jetzt ist wieder heller. Ich bin noch nicht so hell wie meine. Auf meiner Kamera sehe ich irgendwie besser aus. Ich finde, auf meiner sehe ich besser aus. Eigentlich müssten die jetzt genau aussehen. Nein, Gott. Ich mal irgendwo übergeben. Auch wenn es vielleicht nicht so rüberkommt, aber ich werde hier sehr gemobbt. Und gemästet, guck. Ja, gemästet vor allem. Wir zwangsmästen, Melli. Deswegen hat Jessie eigentlich gestern schon eine Vorsichtsmaßnahme.
Was ja, habe ich denn gemacht? Getroffen. Was ich nichts bestellt. Ja, Jessie, die haben gestern Essen bestellt. Wir waren am Drive-In. Wir hätten eigentlich filmen müssen, wie der. Ich sag, ich hätte gerne Rap und sie fährt einfach los. Ja. Ich muss wegkommen. Aber ich will es jetzt auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Der Chris hat mich heute Morgen, waren wir mit der Lilly spazieren. Ja, erzähl mal. Weil wir nämlich bei der lieben Jessie sind. Und da hat er so Cupcakes mitgebracht. Und das ist ja für mich. Und für mich dann auch. Ein Bio-Schokoladen-Himbeer-Schokoladen-Schokoladenkuchen. I feel better every day. The troubles I had have been washed away.